So, die Frage ist jetzt, warum war es vielleicht ein Überholen unter Gelb hier im Regen? Ist das immer möglich? Wäre für mich also die einzige Möglichkeit, weil ich habe sonst nichts beobachten können. Oh, Irvine kommt unter Druck von Wurz. Folgerfeld können Sie das Duell Wurz-Irvine weiterverfolgen, aber zwischen den beiden ist ja eine Runde Unterschied. Aber sind sich die Fahrer das bewusst? Das frage ich mich da. Michael Schumacher jetzt wieder im hinteren Bereich der Strecke, Boxeneinfahrt ausgelassen. Ja. Michael Schumacher wird eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, weil er angeblich während der Safety-Phase unter Gelb Fisichella überholt haben könnte. Er scheint da zu weit an ihm vorbeigefahren zu sein, so die neuesten Informationen aus der Boxengasse. Das noch ohne Gewehr jetzt. Die letzte Runde läuft mal zunächst. Was macht er jetzt auch in dieser Runde? Kommt Michael Schumacher nicht zur Box. Das gibt Diskussionen. Das wird zunächst hier die Boxentafel mit dem Penalty. Natürlich ein provisorisches Endergebnis, so wollte ich sagen. Und plötzlich ist Mika Häkkinen wieder ein Anwärter um den Sieg. Das gibt einen politischen Kampf um die Punkte hier. Das wird nicht mehr entschieden. Jetzt kommt Schumacher rein. Also man beugt sich dieser Entscheidung. Und Michael Schumacher kommt eine Runde vor Schluss zum Stop and Go. Derweil gibt es schwarz-weiß kariert. Für Mika Häkkinen. Also, Häkkinen gewinnt zunächst den Grand Prix von England 98. Von Großbritannien, um es ganz korrekt zu sagen. Eddie Irvine abgeschlagen dahinter. Eine komische Situation, ich bin jetzt auch nicht klar, wie das gewertet wird. Und Ross Brawn von Ferrari wird dazu Stellung nehmen in der Boxengasse. Hier Michael Schumacher. Was ist jetzt richtig? Michael war natürlich zuerst über der Ziellinie, weil auch die Boxeneinfahrt ja als Ziellinie gegolten hat. Also das heißt von der Zeitnahme her zumindest. Wie wird das jetzt gewertet? Jetzt muss er natürlich hier noch über Start und Ziel kommen, um die Runde dann auch zu vollenden. Aber das gibt jetzt sicherlich Anlass zu größten Diskussionen. Ich denke mal, man hat sich dabei was gedacht, dass man ihn erst in der letzten Runde reinholt. Ron Dennis diskutiert. Mika Häkkinen jubelt hier.
Damon Hill. Mika Häkkinen sieht sich auf jeden Fall als Sieger in diesem Grand Prix. Die 2 in der Einblendung. Setzt ihn im Klassement zunächst auch auf den Platz. Für Michael Schumacher gilt, Stopp in der letzten Runde absolviert, dann durch die Box gefahren und damit über die Ziellinie gekommen vor Mika Häkkinen, der natürlich auf der Rennstrecke über die Ziellinie fuhr. Das ist der Casus Knactus nach 60 aufregenden Runden. Also ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt ausgeht. Wo wird Michael dann sein am Schluss? Das ist der Park für Me und Eddie Irvine. Wir warten ab. Wir sind an Ron Dennis dran. In ein paar Sekunden kommt er zur Stellungnahme vor die Kameras. Und wir hören zu im Boxengassenkanal sein Kommentar dazu. Kurze Zusammenfassung des Interviews. Verwirrung genauso wie bei McLaren wie bei allen anderen. Das Regelbuch wird zur Hilfe gezogen. Gratulation natürlich für Ralf, dass er Sechster ist. Endlich den Punkt geholt hat für das Jordan-Team. Gerade er und nicht Damon Hill. Und Michael weiß nicht, habe ich jetzt gewonnen oder nicht. Genau wie Ron Dennis gesagt hat, man weiß nicht, was das Reglement dazu sagt, dass einer praktisch in der letzten Runde reinkommt und die Ziellinie eigentlich überfährt und dann den Stopp absitzt. Ist das eine Reglementslücke, die man geschickt ausgenutzt hat? Wer ist der Sieger? Wen holen Sie jetzt auf Siegespodest? Nach knapp 2 Stunden Rennzeit geht Ferrari davon aus, dass der Mann links im Bild der Sieger ist. Bei McLaren ist man sich nicht sicher. Sicher ist, dass Irvine unter den ersten dreien ist, Zweiter oder Dritter. Ja, man hat sich bei Ferrari genau an das Reglement gehalten. Man kann 3 Runden warten, bis man reinkommt. Und das war in dem Fall die allerletzte Runde. Danach hat Schumacher noch eine gedreht. Hier der leicht zerstörte Frontflügel von Häkkinen. Marc, wenn wir deine gesamte Formel 1 Erfahrung von fast 20 Jahren jetzt mal zur Rate ziehen, hast du sowas schon mal erlebt? Nein, das habe ich nicht. Aber es gibt einen Reglementspunkt, der auch sagt, dass in den letzten Runden eben eine Strafe ausgesprochen wird und nicht mehr Stop and Go. Also wenn in den letzten paar Runden was passiert. Alex first, congratulations. Offiziell steht auf dem Datenmonitor momentan eine Distanz zwischen Schumacher und Häkkinen von 22,4 Sekunden. Schumacher steht dort auf 1, Häkkinen auf 2
und Irvine auf Position 3. Wurz, Fisichella, beide Benetton in den Punkten. Und Ralf Schumacher. Wir geben in die Boxengasse zu Inga Stracke. Vielleicht mit Claudio Berro. Wer hat gewonnen, Inga? Ich gebe die Frage gleich weiter. Claudio, who won this race? I don't know. I wait at the podium. Ich warte, wer zuerst aufs Podest maybe kommt, ganz nach oben. Ja, es gibt doch schon ein paar kleinere Diskussionen. The reason why the TV make Michael win. Ich weiß den Grund, dass Michael im Fernsehen der Sieger ist. Aber es geht um die drei Runden und in der letzten Runde ist die letzte Runde. Auch das wissen wir nicht, warum wir diese Strafe bekommen haben. Es scheint um eine gelbe Flagge zu gehen. Wir wissen es einfach nicht. Also ich kann euch sagen, ich habe mit ein paar FIA-Leuten hier gesprochen und auch mit Teamleuten aus Ferrari, die über Funkkommunikation geredet haben. Meine beiden Infos sind, aber keine Garantie, Michael hat gewonnen und die Strafe hat er bekommen, weil er wohl, wie ihr vorhin gesagt habt, schon bei der Safety-Car-Phase an Fisichella so ein bisschen vorbeigegangen ist. Hat nicht richtig gewollt, aber war wohl davor. Damit zurück erstmal zu euch. Danke, Inga. Und hier geht's jetzt zunächst mal